Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von App Revolution. Jetzt bin ich mal nach einer etwas längeren Zeit wieder zurück. Das Giveaway ist eigentlich auch schon beendet mit 250 Abonnenten, aber das wird noch ein bisschen dauern. Geduldet euch noch ein wenig, denn es ist etwas dazwischen gekommen. Heute mal wieder mit einem Unboxing und ja, ich habe schon einen Discounter dieses schöne Headset gekauft und dann auch noch so, ob man die erkennen kann, das sind Lautsprecher für den Computer und die beiden Produkte habe ich insgesamt für 20 Euro erworben, also ein relativ günstiger Preis und weil ich eigentlich auch dringend ein Headset gebraucht habe und auch so Lautsprecher habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich mir die einfach mal. So, das gehen wir erstmal hier drüben. Haben wir das hier auch schon? Das muss eigentlich jetzt schon aufgehen. Und das ist auch schon auf. Also kann ich jetzt ruhig mal so. Ob ist es noch nicht. Ach, das mache ich dann einfach mal so auf. Die weniger schön, aber. Dafür genauso. Gute Art. Können wir uns die noch mal genauer anschauen. Die ist von der Firma Gambert und die versprechen 360 Watt. Damit kann ich nichts anfangen. Einen klaren Sound. Ja, und ein Headset-Check. Weiß auch nicht, was das bedeutet. Perfekt für den Computer, Laptop und so weiter. Und Power Switch und Volume Control. Also, das ist schon mal einigermaßen gespannt an. Ja. Gespannt, also, halt mich gleich. Versprecher kommt jetzt. Ah, jetzt bekomme ich das nicht auf. Jetzt hat er. Okay. Okay. So, das ist der erste. Hier mit diesem Anschluss. Und der zweite. So, jetzt kann ich noch zeigen, hier ist nichts mehr drin. Einen Moment. Also die fühlen sich eigentlich jetzt, kann man so sagen, eher cool aus, cool an. Das heißt, dass da wenig drin ist. Aber ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ja. Einen Moment. So. Und hier ist der zweite Speaker und beide haben so einen Anstecker, der eine mit dem grünen und der andere mit dem weißen. Was sie genau haben, weiß ich auch nicht. So, das waren die Speaker im Review dazu mal. Jetzt kommen wir zum Headset, das auch für den gleichen Preis erwerblich war und die werden wahrscheinlich hier hinten zusammengepackt sein, also im Teaser. Nein, die wurden zusammengetackert.
Also da müssen wir das Ganze einfach mal ein bisschen aufräumen. Okay. Also irgendwas hast du da gerade hintergefetzt, ich weiß auch nicht. Das legen wir mal beiseite. So, und hier. Hier ist halt noch so, ja, der Hintergrund von den Boxen im Verkauf. Dann Bedienungsanleitung haben wir hier. So, an der Verpackung kann ich mal wegtun. So sehen die Headset aus. Die fühlen sich eigentlich eher plastisch an. Also ziemlich komisch. Ja, das da oben auch. Das fühlt sich so wie Styropor an, das nachgibt. Also nicht so gut. Ja, ich habe mir eher so einen Ledereffekt gewünscht, das wieder so leicht nachgibt, aber naja. Und dann hier das Headset. Und ich werde es mal auf meinen Kopf setzen, wie sich so das anfühlt. Okay, also zum ersten Test, das fühlt sich nicht so wie eine Muschel an, als würde die man am Ohr halten. Aber genug zum Unboxing, jetzt geht es dann eigentlich fast schon über zum Review und das werde ich dann, sobald ich Zeit habe, drehen. Und jetzt heißt es auch wieder ciao ciao, euer AppRevolution.